Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Jackos Backstube. Ich zeige euch heute, wie ihr diese Wrapfladen hier macht. Und zwar geht das ganz schnell und einfach, man kann das wirklich kinderleicht selber machen. Wie das funktioniert, gibt's wie immer nach dem Intro. Wir fangen auch gleich schon an. Ich habe hier schon meine Schüssel und eine Waage vorbereitet. Und wir geben jetzt erstmal hier etwas Mehl hinein. Danach folgt noch etwas Salz. 2-3 Gramm hin oder her, darauf kommt es nicht an. Dann noch etwas Öl, da gilt das gleiche Prinzip. Und zu allerletzt noch etwas Wasser. Einfach hier hinein damit. Das war's auch schon, mehr kommt gar nicht hinein. Wir verkneten das Ganze jetzt in der Küchenmaschine, bis wir einen schönen glatten Teig haben. Ich habe hier mal die Küchenmaschine, ich schalte die jetzt ein und dann lassen wir den Teig schön 5 bis 6 Minuten kneten, bis es eine schön gleichmäßige Masse ist. Der Teig ist jetzt schon gleichmäßig. Schöner fester Klumpen, also der geht ja auch nicht mehr auf, ist ja keine Hefe drin. Wir lassen den jetzt ungefähr eine halbe Stunde ruhen und dann werden wir daraus so kleine Kügelchen formen. Zum Ruhen lassen einfach hier in der Schüssel kurz liegen lassen, circa eine halbe Stunde oder auch eine Stunde, das ist völlig egal und dann geht's weiter. Wenn die Zeit dann um ist, nehmen wir den Teigklumpen hier mal raus. Daraus müssen wir jetzt die Wraps machen, also wir machen erstmal Kugeln daraus und zwar 7 Teile, die dann alle ungefähr gleich schwer sind. Ich sag mal so um die 110 Gramm müsste das ergeben. Hier mal einen. Werde ich jetzt hier alle rausmachen, wenn etwas Teig zu viel oder zu wenig ist, einfach kurz dran machen. Ich habe jetzt hier die 7 Teigklumpen, die müssen wir jetzt noch rund machen. Also wir machen einfach Kugeln daraus, wir schleifen die praktisch, damit ihr hier so Kügelchen habt. Die müssen jetzt nicht ganz so schön ausschauen, aber rund sollten sie halt sein. Wie ihr das macht, ist euch überlassen, da hat jeder so seine eigene Technik. An einem Tag klappt so besser, an dem anderen anders. Das ist bei mir auch immer verschieden. So schauen sie jetzt auf jeden Fall aus. Ich lasse jetzt noch mal eine Viertelstunde ruhen. Da bereite ich schon mal das Nudelholz vor und dann rollen wir die aus. Hier ist jetzt mal die erste Kugel, die rollen wir jetzt mal aus. Ihr könnt hier mal kurz platt klopfen, wenn ihr wollt. Dann brauchen wir etwas Mehl, allerdings nicht ganz so viel. Das sollte erstmal reichen. Nehmen das Nudelholz und rollen die. Und den muss man jetzt extrem dünn ausrollen. Das ist immer eine etwas anstrengende Arbeit, aber es lohnt sich. Ich drehe den Teig dann immer etwas, damit die Form gleichmäßig bleibt. Denn wir backen den ja nachher raus und dann sollte der relativ rund sein und keine komische Form haben. Ihr seht schon, ich nehme hier relativ wenig Mehl. Der bleibt auch dann immer leicht in der Fläche kleben. Das ist ganz gut so, dann bleibt er kleben und man kann ihn dünner rollen und wir haben nachher nicht so viel Mehl in unserem Wrap. Ganz rund ist er zwar jetzt nicht geworden, aber von der Dicke her passt schon. Ihr seht schon, der Teig ist auch schön fest, der hat keine Risse bekommen. Ich lege den jetzt mal hier auf die Seite. Wenn ihr die nachher aufeinander stapelt, dann müsst ihr etwas Mehl dazwischen geben oder auch eine Backfolie oder Backpapier. Dann kleben die nicht zusammen und man kann sie wieder besser runternehmen, wenn man sie nachher backt. Ihr seht schon, ich habe hier alle ausgerollt. Ich habe hier jetzt eine Crepe-Platte. Wir machen die nämlich nicht in der Pfanne, sondern auf der Crepe-Platte. Ich finde, da werden die immer wesentlich besser wie in der Pfanne. Zudem ist die Fläche größer. Ihr könnt sie natürlich auch in der Pfanne machen, dann müsst ihr diese so auf Stufe 7 einstellen. Ich habe hier die Crepe-Platte auf 4,5 von 6, also das ist ungefähr ähnlich. Die ist jetzt schon vorgeheizt. Wir geben auch mal den ersten Fladen da gleich drauf. Und dann lassen wir den schön mal backen. Das dauert so ungefähr 2 Minuten von jeder Seite. Nach ungefähr 2 Minuten, beziehungsweise nach einer kommen schon so Blasen. Nach 2 Minuten wird das dann etwas mehr und der Teig kriegt unten eine leichte Bräunung. Wenden wir den mal. Ihr seht schon, an den Blasen hat er hier leicht braune Stellen. Da wenden wir ihn dann und backen ihn weitere 2 Minuten. Das machen wir jetzt mal mit allen Fladen durch. Wenn ihr sie etwas dunkler haben wollt, einfach eine Minute länger drauf lassen. So Blasen, die auftreten, könnt ihr ja kurz platt stechen. Wenn der erste Wrap nun fertig ist, geben wir ihn hier einfach mal auf einen Teller. Dann gebe ich hier gleich mal den nächsten auf die Platte. Und auf diesen geben wir nun ein feuchtes Tuch. Also ich habe hier mein Küchentuch nass gemacht. Das ist hier leicht feucht, ich habe das gut ausgewunden. Und das geben wir jetzt da drauf. Wenn man das nicht tut, dann trocknen die aus und werden die brüchig und man kann die nachher nicht einrollen. Wenn man das macht und die dann so aufeinander stapelt, immer wieder das Tuch drauflegt, dann kann man die immer noch schön drehen. Da ist jetzt auch gleich der nächste fertig. Den geben wir da ebenfalls drauf. Ihr seht schon, den hier kann man schon schön bewegen. Einfach drauf damit. Den nächsten wieder auf die Platte. Der ist nicht so ganz rund, also den lege ich mal nicht auf den Teller, damit ich euch mal zeigen kann, was das mit den nassen Lappen bewirkt. Ich lege hier den Lappen jetzt erstmal wieder drauf und dann backe ich die mir alle fertig und am Schluss vergleichen wir mal, welchen man schön rollen kann und welchen nicht. So schaut das Ganze jetzt aus. Wir haben hier einmal den, welchen ich nicht unter den feuchten Lappen habe und einmal die hier unter den feuchten Lappen. Das sind hier die anderen 6 Stück. Ihr seht jetzt bestimmt noch keinen Unterschied. Ich will es euch mal zeigen. Also ich habe hier den kann man echt schön rollen, wenn man das will, zu einer Röhre oder was auch immer. Der ist hier flexibel.
Wir haben den hier, der ist relativ fest. Wenn man den mal so ein bisschen knickt, dann kommt hier gleich ein Riss mit rein. Das geht jetzt hier sogar noch halbwegs. Das mit der Rolle ist natürlich nicht so schön, aber der wird noch brüchiger. Also wenn man den noch eine halbe Stunde liegen lässt, dann sind die hart und man kann sie gar nicht mehr rollen. Und das will man ja nicht, wenn man einen Wrap macht, denn man will jetzt hier seine Sachen reintun, dann schlägt man das ein und dann rollt man das Ganze hier so auf. Und das geht hier mit den, unter dem Tuch wunderbar, dadurch, dass die eben diese leichte Feuchte haben. Deswegen decke ich die auch gleich mal wieder zu. Ausschauen tun sie dann natürlich so, da sind sie beide gleich, das nimmt sich nichts. Ich hoffe mal, euch hat das Video von den Wrap-Fladen hier gefallen. Das ist ja fast wie Pizzateig, bis auf die Hefe. Das Video verlinke ich euch hinten mal. Was ihr reintut, ist natürlich euch überlassen. Ich tue meistens etwas Gemüse, Pilze, Paprika mit rein. Dann rolle ich die so ein, also einmal einschlagen und dann hier so rollen. Dann gebe ich das nochmal auf die Wrap-Platte, damit das schön warm wird. Und dann haben wir einen wunderbaren Wrap zum Essen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Nachmachen. Ihr könnt mich hier gerne abonnieren und einen Daumen da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal.